Ja, du hast dir Tomaten und Brokkoli ausgesucht. Und ich denke mal, daraus werde ich eine schöne Vorspeise machen, nämlich gefüllte Tomaten mit einer Brokkolifüllung. Okay, los geht's. So, für die gefüllten Tomaten brauchen wir natürlich erstmal Tomaten. Ich habe jetzt hier 5 Stück und die müssen wir erstmal aushöhlen. Ja, am besten ist es eigentlich, wenn die Blüte unten ist. Also es würde auch andersrum gehen. Da kann es halt sein, dass es nicht richtig steht. Dann kann man auch das unten so also ganz knapp abschneiden. Dann steht die auch super. Aber das spart man sich einfach, indem man die so auf den Kopf stellt. Dann steht die von sich aus schon gut. Da kann man dann erstmal den Deckel knapp abschneiden. Und dann könnt ihr am besten so einen Kugelausstecher nehmen, wenn ihr so einen habt. Wenn nicht, geht es auch mit dem Löffel. Ist halt ein kleines bisschen schwieriger. Aber ja, mit einem Löffel, der so eine flache, scharfe Kante hat, mit dem sollte es eigentlich auch einigermaßen funktionieren. Und das Innere der Tomate könnt ihr auch gleich in eine Schüssel geben. Denn das brauchen wir später auch noch. So, dann braucht ihr 100 Gramm Brokkoli und den könnt ihr ganz einfach ganz klein hacken oder schneiden. Außerdem habe ich hier noch eine halbe Zwiebel und die kann ich einfach in Würfel schneiden. So, dann braucht ihr eine flache Pfanne und ein paar Esslöffel Olivenöl. So, wenn das Öl heiß ist, könnt ihr die Zwiebel reingeben. Außerdem habe ich hier 3 Esslöffel Buchweizen. Das ist jetzt ungeschälter Buchweizen. Das heißt, wenn ihr zu Hause geschälten Buchweizen benutzt, dann wird die Garzeit sich auf jeden Fall verringern. Den gebe ich jetzt für den Zwiebeln dazu. Und röste ihn ganz einfach mit an. So, nach ungefähr 1 Minute anrösten, könnt ihr dann eure Tomateninnereien nehmen und einfach zugeben. Und auch gleich den kleinen geschnittenen Brokkoli. Dann könnt ihr das Ganze schon mal salzen mit einem Teelöffel Salz. Dann fällt ein bisschen Oregano dann auch dazu. Oder auch getrocknetes Basilikum, wenn ihr welches da habt. Und dann gebt ihr einfach 100 ml Wasser in die Pfanne und lasst es erstmal ein bisschen einkochen. So, und wenn die Flüssigkeit schon fast verschwunden ist, dann ein zweites Mal 100 ml Wasser dazu und wieder einkochen lassen. So, und ein drittes Mal 100 ml Wasser dazu geben. Und noch ein viertes Mal. So, jetzt noch ein bisschen einkochen, bis es so eine richtig schöne dicke Konsistenz hat. Also ungefähr so. Also ein bisschen Flüssigkeit sollte schon noch vorhanden sein. Also nicht, sollte nicht total trocken sein. Das könnt ihr dann erstmal vom Herd nehmen. Da könnt ihr dann noch einen Teelöffel Hefeflocken einrühren. Damit habt ihr dann eine richtig schön würzige Füllung. Und könnt ihr dann am besten auch gleich heiß in die Tomaten geben. Und schon habt ihr eine wunderhübsche kleine Vorspeise. Ihr könnt die Tomaten übrigens auch nochmal so in den Ofen schieben, vielleicht bei 180 Grad 15 Minuten. Aber ich mag die so auch eigentlich ganz gerne. Und mit ungeschälten Buchweizen geht es auch ein bisschen schneller als mit geschältem, wie ihr gesehen habt. Aber ja, das ist im Endeffekt auch eine Geschmacksfrage, was ihr da lieber mögt. Ja, also ich finde es sehr lecker, auch mit der rohen Tomate gerade. Und wenn das noch ein bisschen länger steht, dann zieht es auch noch so ein bisschen durch. Also super lecker auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr noch die anderen Kombinationen ausprobieren. Dafür müsst ihr einfach hier auf zurückklicken. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.